Hallo liebe Autofahrer, Theorie meets Praxis. Deutschland ist im Klimafieber und trotzdem kaufen die Menschen mehr Autos und sind mehr damit unterwegs. Die Folge? Stau. Für einige Pendler können das mal bis zu 120 Staustunden im Jahr werden. Das sind ungefähr 3 Wochen Arbeitszeit. Und die Städte kommen leider mit vielen falschen Rezepten um die Ecke, anstatt für bezahlbare, praktikable und nachhaltige Lösungen zu sorgen. Denn ein Verkehr, der fließt, trägt auch gleichzeitig für den Klimaschutz bei. Wir haben uns für euch den neuesten TomTom Traffic Index angesehen und stellen dabei die Städte vor, in denen es am schlimmsten zugeht, nämlich mit in Sachen Stau. Die Städte, die total versagen, sind: Hamburg ist Deutschlands Stauhauptstadt Nummer 1 mit einem Staulevel von 33%. Das bedeutet, man braucht im Schnitt über 24 Stunden an 7 Tagen über ein ganzes Jahr gerechnet 33% mehr Zeit als bei fließendem Verkehr. Die Hansestadt verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr wieder um 1% und bleibt damit weiterhin an der Spitze der bundesweiten Staurangliste. 113 Stunden steht ein Pendler hier im Jahr im Stau. Hamburg bekommt den Stau nicht in den Griff. Dafür gibt es mittlerweile Dieselfahrverbote, die die Straßen noch mehr verstauen lassen. Tanker mit Schweröl dürfen rein, Autos müssen raus oder in den Stau. Dafür kann es nur die Note 6 geben. Schlechter geht es nicht. Klassenziel nicht erreicht Hamburg. Berlin. Auch in der Hauptstadt nimmt der Stau immer mehr zu und somit sichert sich Berlin eben Platz 2 mit einem Staulevel von 31%. Auch wieder 1% schlechter als 2017. Ein Pendler steht hier 103 Stunden im Jahr im Stau. Wenn Berlin so weitermacht, hat es Hamburg bald eingeholt. Auch dort diskutiert man über Fahrverbote. Die Stadt wächst und macht den Autofahrern das Leben schwer. Der rot-rot-grüne Senat von Berlin hat von Mobilität keine Ahnung. Klassenziel ebenfalls nicht erreicht. Auch für Berlin gibt es die Note 6. Stuttgart gehört auch 2018 wieder zu den schlimmsten Staustädten. Erneut mit einem Stauniveau von 30%. Pendler stehen hier 106 Stunden im Jahr im Stau. In Stuttgart sind Autofahrer seit Jahrzehnten unter Druck und seit letztem Jahr noch mehr die Dieselfahrer. Fast die ganze Stadt ist seit Beginn des Jahres für viele Dieselfahrer gesperrt. Stuttgart macht so gut wie alles falsch und es ist nicht absehbar, dass sich da was wirklich ändert. Note 5, mangelhaft für die Stadt im Schwabenland. München, auch die bayerische Landeshauptstadt, ist unter den Top-Staustädten vertreten. Wieder mit einem Stauniveau von 30% und mit einer Verschlechterung von 2% gegenüber dem Vorjahr. 113 Stunden verlieren die Pendler jährlich im Stau in München. Das sind ziemlich genau 3 Wochen Arbeitszeit. Das bestätigt auch wieder das tägliche Bild auf Münchens Straßen. Stau, soweit das Auge reicht. Tendenz deutlich steigend. Natürlich sind auch hier die Ursachen vielfältig. Ein fehlender Autobahnring, schlechte städtische Koordination, viel zu viel Parksuchverkehr und zu wenig Park and Ride und keine grüne Welle sind vermutlich ein paar der entscheidenden Faktoren. München hat aber noch nicht einmal belastbare Zahlen, sondern agiert viel aus dem Bauch heraus und ideologiebetrieben. Es ist überhaupt kein Gesamtverkehrskonzept vorhanden, dafür aber viele Referate, die nicht miteinander reden. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass zumindest für Dieselfahrer in München kein Fahrverbot kommt. Note 5, mangelhaft für München. Fazit: Deutschland verstaut mehr und mehr. Der Trend der letzten Jahre setzt sich fort. Leider. Aber was kann man wirklich tun? Autos zu verbieten ist sicherlich keine Lösung und widerspricht auch eklatant dem Kaufverhalten der Menschen. Es gibt nicht die Lösung, sondern es muss ein Mix aus verschiedenen Verkehrsträgern sein, der zu weniger Stau, zu besserer Luft und mehr Lebensqualität eben führt. Die Infrastruktur muss entsprechend erweitert werden. Ringautobahnen, Ringstraßen und innerstädtische Tunnel können den Verkehr entlasten. Ebenso muss der öffentliche Nahverkehr deutlich ausgebaut und dort investiert werden. Es muss attraktiv genug sein, dass die Menschen ihn gerne nutzen und eben dem Auto vorziehen. Gleichzeitig muss das Stauproblem sachlich und ideologiefrei analysiert werden. Ein saisonales Verkehrsmittel wie das Fahrrad, das gerade mal 3% Anteil am Gesamtverkehr hat, ist keine Lösung. Und zu guter Letzt müssen, wo das möglich ist, Arbeitszeiten flexibilisiert werden. Holland macht es vor.
Dort wurde ein Anspruch auf einen Tag Homeoffice in der Woche eingeführt. Eine kostenlose und einfach umsetzbare Maßnahme, die deutlich zu Verkehrsminderung führen kann. Siehe der Verkehr in unseren Ferien, der deutlich weniger ist. Also, liebe Städte und Politiker, geht das Problem endlich mal sachlich an. Frei von Hysterie und apokalyptischen Gedanken, wie es vielfach von den Grünen kommt. Im Sinne der Autofahrer, der Anwohner und unserer Umwelt. In diesem Sinne, eine gute und staufreie Fahrt.